Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um meinen funktionalen Werktisch. Den kennt ihr wahrscheinlich schon. Darüber gibt es zwei Anleitungen jetzt auf YouTube, auf meinem Kanal. Weitere Folgen. Natürlich dauert das so ein bisschen, wie bereits schon mal erwähnt. Heute geht es um den Thema, wie öle ich meine Arbeitsplatte. So eine Arbeitsplatte, worauf ich arbeite, sollte man schützen. Ob ihr die jetzt lackiert oder ölt, das liegt in eurem Interesse. Ich werde meine Arbeitsplatte ölen, da man diese jederzeit nachölen kann. Warum sollte man sowas tun? Ich zeige euch mal hier kurz ein Beispiel. Und zwar habe ich meine Stecheisen hier geschärft und ruckzuck kommt mal Wasser auf die Oberfläche, etwas Öl, etwas Metall, irgendwelche Fremdgegenstände und ruckzuck hat man so eine schöne Arbeitsplatte eingesaut. Und diese Materialien, die sich dann in die Arbeitsplatte im Grunde einsaugen, übertragen sich dann auch auf ein Werkstück, was ich dann hier niederlege. Und schon hat man die Sauerei. Und um dies zu umgehen, damit ich meine Arbeitsplatte auch mal abwischen kann, werden wir diese heute ölen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Die Grundvoraussetzung, um eine Arbeitsplatte oder eine Werkplatte zu ölen, ist selbstverständlich, dass die Arbeitsplatte geölt ist, abgeschliffen ist. Anschließend noch gründlich abgesaugt und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, die ganze Platte ganz leicht mit destilliertem Wasser leicht wässern. Dadurch stellen sich dann die flach geschliffenen Holzfasern wieder auf. Und diese können wir dann, nachdem das Ganze getrocknet ist, wieder abschleifen. Dieser Arbeitsvorgang nennt sich auch Zwischenschliff. Und für diesen Vorgang benötigen wir hier solche Schleifschwämme. Diese Schleifschwämme gibt es in unterschiedlichen Körnungen. Ich werde euch mal ein paar unterhalb des Videos in der Videobeschreibung verlinken. Und mit so einem Schwamm schleift ihr dann die Oberfläche wieder schön glatt. Und jetzt kann auch das Öl schon ins Spiel kommen. Natürlich, wie bei jeder Farbe oder bei jedem Öl, vorweg, vor dem Gebrauch, ordentlich durchrühren. Dann empfehle ich euch noch beim Benutzen von solchen Ölen oder allgemein bei Farben eine Atemschutzmaske zu benutzen. Da reicht keine ganz normale Lackier- oder Staubmaske, sondern wirklich so eine Atemschutzmaske und Einweghandschuhe. Wer mag, kann das Öl mit einem Baumwolltuch auftragen. Oder bei einer größeren Fläche könnt ihr schon mit einer Schaumstoffrolle oder einer Baumwollrolle arbeiten. Ich empfehle jetzt, euch eine Baumwollrolle zu verwenden, da ihr mit so einer Schaumstoffrolle doch so ganz kleine Bläschen in das Öl hinein massiert oder drückt. Bei einer Arbeitsplatte ist es jetzt nicht so tragisch, aber wenn ihr zum Beispiel eine Tischplatte habt oder ein Möbelstück, das wäre jetzt ein bisschen so fatal. Und dann könnt ihr ganz entspannt aus dem Handgelenk die Oberfläche ölen. Natürlich ist hier weniger mehr. Falls ihr zu viel Öl auftragt beim ersten Mal, ist das weiterhin nicht tragisch. Ihr wartet einfach eine halbe Stunde ab und dann nehmt ihr euch ein Baumwolltuch und poliert im Grunde das überschüssige Öl hinunter. Nachdem ihr den ersten Arbeitsschritt abgeschlossen habt, Obacht, den verwendeten Lappen nicht irgendwo in die Ecke schmeißen zum Trocknen oder irgendwo hinlegen. Hier besteht erhöhte Brandgefahr. Deshalb tränkt diesen Lappen ordentlich im Wasser und hängt ihn danach an die frische Luft zum Trocknen auf. So ein Lappen mit Öl kann sich ganz schnell leicht entzünden. Nach ca. einer Woche Trocknungszeit ist die Holzoberfläche ziemlich rau und das Öl ist komplett in das Holz hineingedrungen. Ja, wirklich, nach einer Woche nehmt euch wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und so ein Projekt ist nicht einfach mal so eben abgefrühstückt. Danach haben sich natürlich wieder die Holzfasern aufgestellt und mit so einem Schleifschwamm gehe ich einfach über die geölte Fläche nochmal rüber und schleife alles plan. Danach wieder alles gründlich absaugen und fettfrei hinterlassen, damit wir mit dem nächsten Arbeitsschritt beginnen können. Noch ein kleiner Tipp von mir, solche Schleifschwämme setzen sich ziemlich schnell zu, vor allem wenn das Material noch nicht wirklich getrocknet ist und dann könnt ihr beigehen mit einem Kompressor und einer Luftdruckpistole und den Schleifschwamm förmlich wieder frei pusten.
Im Anschluss könnt ihr die Oberfläche wieder ölen. Nach 30 Minuten Trocknungszeit könnt ihr mit einem Baumwolltuch wieder das überschüssige Öl entnehmen. Wichtig hierbei, wieder den Lappen im Wasser tränken und zum Trocknen an die Luft aufhängen. Für diejenigen, die die Anleitung noch nicht kennen, hier oben rechts im Bild, da zeige ich euch, wie ich diese Werkbank oder meinen multifunktionalen Werktisch gebaut habe. Die geölte Oberfläche fühlt sich nun schön glatt an. Wer jetzt noch ein kleines i-Tüpfelchen draufsetzen möchte und eine wirklich glatte Oberfläche erzielen will, der nimmt 400er oder 600er Schleifpapier, schleift die Oberfläche nochmal in Faserrichtung schön plan. Anschließend entfernt er den Schleifstaub und poliert mit einem Baumwolltuch die ganze Oberfläche nochmal mit Öl ein. Nach 30 Minuten Trocknungszeit nimmt er ein zweites Baumwolltuch und poliert das Öl wieder hinunter. Und so schnell kann man seine Arbeitsplatte schützen. Was ich euch noch empfehlen kann, macht das wirklich in einer warmen Jahreszeit, nicht wie ich jetzt im Winter. Zwischen den Trockenzeiten vergehen wirklich manchmal Tage. Welches Öl ich letztendlich verwendet habe, ich habe mich für Clou entschieden. Ich arbeite auch ganz gerne mit Osmo. Das sind beides wirklich tolle Öle, die ich euch empfehlen kann. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, aber ihr habt wirklich Spaß bei der Verarbeitung und erzielt damit wirklich ein tolles Ergebnis. Beide Öle werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Des Weiteren findet ihr jetzt hier das nächste Video, das ist Teil 1 von meiner Werkbank. Falls ihr auch so eine Werkbank nachbauen wollt, die ist ganz praktisch mit integrierter Kreissäge. Und für diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben, hier ist der Abonnier-Button. Würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir hier ein Abo dalässt. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen dieses Projektes und bis zum nächsten Mal.